Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucher des Heimattages 2011. Das größte Fest der sächsischen Bevölkerung von Zeiten war das Schulfest oder nach 1969 auch Kronenfest genannt. Und einer der Höhepunkte dieses richtigen Volksfestes war der Marsch der Kinder durch den sogenannten Wunderkreis, den wir gleich erleben werden. Das Zeidener Schulfest wurde erstmals im Jahr 1874 gefeiert. 1904 wird der neue Schulfestplatz am Fuß des Zeidener Berges vom Zeidener Verschönerungsverein angelegt. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Wunderkreis in Form eines Irrgartens, so wie Sie das heute hier vor sich sehen, in den Rasen dieses Platzes gestochen. Bis zum Zweiten Weltkrieg war das Schulfest am zweiten Pfingsttag und war ein Fest der evangelischen Volksschule. Nach dem Krieg unterbrochen wurde das Fest 1969 wieder eingeführt. Laut behördlicher Genehmigung, wie es damals hieß, war es ein Volksfest der sächsischen Bevölkerung Zeidens, zu dem es für die nächsten 20 Jahre auch wirklich wurde. Durchgeführt wurde das Schulfest, nun auch Kronenfest genannt, als größtes Ereignis in dieser Burzenländer Kleinstadt von den deutschsprachigen Kulturgruppen und fand jeweils am Sonntag nach der Schulschlussfeier Ende Juni oder Anfang Juli statt. Hauptträger waren der Zeidler Männerchor, die Freiwillige Feuerwehr und die Lehrkräfte. 1969 wurde auch der Wunderkreis durch den Einsatz der damaligen Schüler, der Schulkinder also, nach den alten Plänen des Verschönerungsvereins rekonstruiert. Am Tag des Schulfestes versammelten sich die aktiven Festteilnehmer im Hof der Deutschen Schule unter den Mauern der altehrwürdigen Kirchenburg, von wo man sich in einem langen Festzug zum Schulfestplatz begab. Angeführt von der älteren Blaskapelle und der Feuerwehr folgten die Kinder, Schulkinder, die jüngere Blaskapelle, die Tanzgruppen, die Chöre, alle in Tracht gekleidet, gefolgt von den Zuschauern, die bis dahin den Straßenrand säumten. Auf dem Schulfestplatz folgte die Ansprache der Stadtvertretung und die Vorführungen der Kulturgruppen. Dabei beeindruckten vor allem die rund 200 Schüler der Klassen 1 bis 4, die gemeinsam Volkstänze zeigten. Nach einer Mittagspause folgten die Wettspiele für Kinder, das traditionelle Tauziehen von Männerchor und Feuerwehr und natürlich das Besteigen des 15 Meter hohen Kronenbaumes. Der absolute Höhepunkt für die Kinder war jedoch der Marsch durch den Wunderkreis. Der Wolkendorfer Blasmusikkomponist Martin Thies hat eigens für den Wunderkreis diesen Kindermarsch, in Zeiten auch Kippelmarsch genannt, komponiert, den die Zeidner Blaskapellen jährlich abwechselnd spielten. Mehrere hundert Kinder gingen klatschend zu den rhythmischen Klängen des Marsches durch diesen Kreis, um beim Ausgang als Belohnung einen Kipfel in Empfang zu nehmen. Angeführt wurde der Kreis immer von den jeweiligen Kindergärtnerinnen, heute dankenswerterweise auch von Effi Kaufmers, eine original Kindergartentante aus Zeiden, herzlichen Dank. Und so folgten dann nach Altersklassen aufgestellt die Kinder von klein auf bis zu den größeren Kindern. Das Zeidner Schulfest, an dem sich jeweils bis zu 2000 Teilnehmer beteiligten, wurde 1990 von der sächsischen Bevölkerung zum letzten Mal gefeiert. Ab dem Jahr 2000 findet das Zeidner Schulfest wieder statt, allerdings als Fest der heutigen mehrheitlich rumänischen Bevölkerung Zeidens, in das aber auch wichtige Teile des sächsischen Schulfestes integriert sind, wie auch der Wunderkreis. Die Zeidner Nachbarschaft in Deutschland, das ist die Heimatortsgemeinschaft der Zeidner Sachsen, veranstaltet seit 1953 alle 3 Jahre ihre großen Treffen hier in Deutschland. Der Wunderkreis gehört dabei zum festen Bestandteil des Treffens und wurde erstmals 1983 gezeigt. Allerdings wandelte sich der Brauch hier in Deutschland. Waren es in Zeiten nur die Kinder, die durch diesen Kreis gingen, so schreiten heute alle Generationen mit und haben dabei sicher mal schöne Erinnerung an dieses Fest am Fuße des Zeidner Berges. Die Zeidner Nachbarschaft zeigt nun diesen Brauch erstmals hier beim Heimattag in Dinkelsbühl. Unterstützt werden wir dankenswerterweise von den Kindern, die vorher beim Nachwuchsprogramm der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland SJD mitgemacht haben. Dafür möchte ich mich jetzt schon herzlich bedanken. Die musikalische Begleitung liegt in den Händen der Zeidner Blaskapelle unter der Leitung von Bruno Kaufmann. Herzlichen Dank, dass ihr hier mitmacht.
Thank you.